Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Mortar. Heute sind wir unterwegs mit den MAN New Line City auf der Map-Region Kuhlendorf V4. Die Karte kam, glaube ich, soweit ich weiß, vor 2 Jahren im OMSI Adventskalender. da kam die und genau. Würde ich sagen, gönnen wir mal hier langsam los. In einer Minute haben wir Abfahrt, nicht mal. Genau, wir starten hier vom Bauernhof, fahren Linie 11. Da gönnen wir einmal hier rüber, schnell zur Starthaltestelle. Und ja. Da sehen wir auch schon den Manfred hier rechts im Bild. Ich glaube, dass hier keiner einsteigt. Ja, warten wir. Wir fahren das Ganze mit der Überland-Version, also wir haben im Prinzip die Überland-Sitze drinne. Ja, ganz entspannt. Hier links haben wir den schönen Motorturm. Genau, und haben der Stadt Bossarin Repaint drauf, was auch sehr gut aussieht. Dann haben wir schon die Ablöse und ja, wie sagen. Jo, holen wir hin. Okay, das sehen wir uns einfach mal nicht. Na, fahren wir los hier. Genau. Ja, ansonsten, was gibt's zu erzählen? An sich eigentlich immer nicht viel. Ja, ich habe ja vorgestern oder gestern ein Video zu The Bus gemacht. Auch da kann man sagen, dass das mittlerweile ein echt schönes Spiel geworden ist. Auch performancemäßig haben die echt gut was rausgeholt. Auch allgemein mit den WC-Taros, alles echt cool gemacht. So, haben wir auch schon die ersten, die einsteigen wollen. Ja, wie gesagt, bei The Bus haben die das schon echt gut gemacht, alles mittlerweile. So, hier machen wir eine schöne Anzeige. Hallo. Welche Busse wann und wie fahren. Und der ja. Okay. So. Ah, ich mache mal noch schnell einen Thumbnail hier. Mal hier so. Genau. Ja, das Ganze ist ja auch übrigens ein Soundmod, auch das könnt ihr euch alles in der OMSI Webdisk runterladen. Ja, auch hier für den MAN hier alles, was ihr gerade weiß. Nächste Haltestelle, Gausdorf. Gausdorf. Alles, was hier so weiß ist, könnten wir auch schwarz machen. Aber ich glaube, wir lassen das mal wieder weiß, weil, ja, sieht auch mal ganz cool aus auf jeden Fall. Wie wir sehen, können wir auch SEV fahren, oder auch noch die Linie, genau, 420 und 430, die gehen da geradeaus, wir fahren aber nach links. Ja, genau. Ja, auch schöne Atron AFR4, sehr cool, das Gerät. Ja. So, wir haben auch schon den nächsten Ort. Wie gesagt, Grausdorf oder Gausdorf, wie es heißt. Gausdorf heißt es. Ja, so ein bisschen Panzerplattenweg. Ja. Boah, was ist denn jetzt hier? Alter, 35 km und ihr meckert. Unglaublich. Ja, die Start-Stopp-Automatik ist, glaube ich, noch nicht aufgeladen. Da haben wir hinten diesen Generator hier, der diesen Strom erzeugt für den Starter. Ja, wir gucken mal. Eigentlich.
Ah, gut. Macht da gerade noch nicht Blaues. Muss, denke ich, noch aufgeladen werden. Die Hutkappe, wie es genannt wird. Aber wir haben auch natürlich eine automatische Haltestellenbremse drin. Ist auch cool, das. Das heißt, wenn wir die Bremse lange gedrückt halten, geht die eigentlich automatisch rein. Jo, oder auch nicht. Genau, eine komische Technik. Ja, also auch mein Feedback zu der Karte, wer hier noch nicht gefahren ist oder noch nicht kennt, man kann sie sich runterladen. Ist echt cool gemacht. Also was man hier alles fahren kann, ist echt krass. So, das hier müsste man eigentlich wieder erkennen alles. Das kennt man ja von der Standardkarte Kronendorf. Dass hier links gleich das Krankenhaus kommt. Und ich glaube auch, das wurde komplett umgebaut, wenn mich alles täuscht. Ja, sehen wir es auch schon, die ganze Haltestelle ist anders. Und ich glaube, die richtige Einfahrt gibt es halt gar nicht mehr. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hier, cool. So hat man das gebaut, so im Prinzip eine Wendeschleife. Oh, eigentlich ganz nett gemacht. Ja, weil sonst ist man ja hier reingefahren, genau. Das ist ja nicht mehr. So, genau, fahren wir jetzt hier links. Da fahren auch eigentlich alle Linien lang. Ah ja, genau, jetzt haben wir's. Jetzt hat er die Start-Stopp-Automatik drin, ne? Wenn man aufs Gas ging, geht er wieder an. Und so geht er wieder aus. Eigentlich ganz cooles System. In echt finde ich, ist es nicht so schön als Fahrgast, aber... Nächste Haltestelle, naja. Einsteindorf, zentraler Omnibusbahnhof. Ja, hier muss man sagen, hier ist die Performance ein bisschen arg krass am Arbeiten, so ein bisschen, als bei mir zumindest. Ja. Na, fahren wir jetzt hier rechts rein in den Zopp. Fahren wir nämlich einmal drumherum. Man muss ja einmal rumgurken, dass wir dann nach vorne hinkommen, nämlich. Aber ich würde sagen, beenden wir hier das kurze Let's Play. Ja, genau. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wer mich hat, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.